Also dieser Karton ist wirklich immens groß. Den kriegst du ja echt kaum aufs Bild. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Und damit herzlich willkommen zurück in den 80ern. Genauer gesagt 1987. Denn da kam dieses, man kann sagen, legendäre Set auf den Markt. Die 6990, die erste Monorail. Die Monorail der Futurons. Galax Express Transport heißt sie, glaube ich, im Deutschen. Wir gucken gleich in den Collector's Guide rein. Ja, der Vater, Großvater, Vorfahre aller Monorails. Der Vorfahre eigentlich nicht, aber der erste Vertreter der drei Monorails. Wir hatten ja schon die nein, nicht die Futuron, das ist ja die Unitron Monorail im Review. Das verlinke ich euch auch gerne. Zieht euch das rein. Ist auch ein super geiles Set. Und dann hatten wir euch ja in dem Special schon, jetzt muss ich mal hier rüberkommen, alle drei Monorails auf einmal gezeigt, weil wir die Möglichkeit dazu hatten. Und heute die Einzelreview eben zu diesem grandiosen Set. Es blendet ein bisschen. Ich gebe mir Mühe. Aber der Karton bietet wirklich viel Angriffsfläche fürs Licht. Ja, vielen Dank nochmal in die Schweiz an den Martin für diese grandiose Leihgabe. Und ja, heute ist endlich soweit. Das ist erstmal die leere OVP, denn aufgebaut passt das mal wieder nicht hier auf den Tisch, aber wir haben ja das Studio 3 umgebaut, da ist ein bisschen mehr Platz jetzt, deswegen steht die schon aufgebaut drüben und wartet auf uns. Aber wir wollen natürlich erstmal mit der OVP, der Anleitung und den Minifiguren beginnen und genau das machen wir auch. Ich stelle die mal. Ich lege die mal so hin. Müssen wir eh gleich aufklappen. Das ist ein Klappkarton. Aber zuerst, wie angekündigt, ein Blick in den wunderbaren Collector's Guide. Wer den hat, schlägt gern die Seite. Moment. 239 mit auf. Wer den nicht hat und das nachholen möchte, findet einen Link unten in der Beschreibung. Und da haben wir ihn in letzter Reihe. Monorail Transport System. Galax Star Express. Okay, dann so. 940 Teile, verkauft von 87 bis 91, also in die 90er rein. Überall weltweit. Und gute Verfügbarkeit damals. Heute eher gemischt. Aber wir hatten vor kurzem ein ganz witziges bzw. kurzweiliges Intermezzo mit einem Angebot für diese Monorail. Ich verweise da gerne auf unseren ersten Podcast, da thematisieren wir das. Verlinke ich euch natürlich auch. Hört da mal rein oder schaut euch das mal an. Ist eine ja, sehr ulkige Geschichte. Und ja, wir sehen hier noch so ein paar coole Sets, wie zum Beispiel das Polaris Space Lab oder Cosmic Laser Launcher. Da passt das sehr gut rein, auch vom farblichen her. Wir haben viel Weiß, wir haben viel Trans Blue, das passt sehr gut rein. Ich sehe hier auch gerade im selben Jahr kam die 6932 auf den Markt. Die habe ich hier auch stehen. Ach, ich glaube, es ist gerade so abgeschnitten. Die ist auch hier. Die muss ich auch mal noch reviewen. Ja, hätten wir das abgeschlossen. So, und dann schauen wir uns das Ding mal an, damit wir es mal an die Seite stellen können. Wir haben einen Klappkarton. So, das ist eine ganz schön große Klappe. Hier sind schon zwei sehr, sehr fröhlich am Spielen, sehr, sehr cool. Wir kriegen hier wieder gezeigt, wie das Monorail-System eigentlich funktioniert. Quasi wie der Motor fährt und wie die Automatik, ja, wie die Schaltung des Ganzen funktioniert, indem man wieder ein 2x2 Roundbrick dreht mit den Pfeilen in die entsprechende Richtung. Dann hält er entweder an, fährt gerade weiter oder dreht um. Hier sieht man auch noch mal ganz neckisch gemacht diesen Zahnradantrieb auf der Zahnradbahn quasi. Hier, wie man den Strom anschließt, wie man eine 9-Volt-Batterie einlegt. Hier noch mal Stromanschluss. Also hier sieht man es quasi 1, 2, 3, 4 und dann geht's los. Batterie rein, anschließen, draufsetzen und ich nenne es mal jetzt den kleinen Triebwagen mit dem Motor, mit den anderen beiden Wagen verbinden und dann geht's los. Ja, und hier sieht man noch mal so ein paar Spielfunktionen, dass man in der Basis zum Beispiel
die beiden Kuppeln zueinander verschieben kann. Hier unten ist es dann auch nochmal gezeigt und hier, dass man quasi die Radarantenne hoch und runter fahren kann. Ganz, ganz cool. Hier drunter befindet sich dann, jetzt ist mir das, der Karton lässt sich so öffnen, macht es ein bisschen schwierig. Zuallererst, hierüber haben wir uns sehr, sehr, sehr stark gewundert. Das passt nämlich genau hier rein. So, genau hier rein. Ist quasi der Cutout dafür und der lag drin und drunter. Und wenn ich das noch finde, dann blende ich mal ein Bild ein. Ich habe dieses Stück Pappe mit dem Aufdruck bei Kleinanzeigen für 75 Euro gefunden. Total abgefahren. Und hier drunter ist dann ein Blister. Hier, so sieht man den vielleicht. Da werden die Kuppelelemente gezeigt, da werden ein paar Schienen gezeigt, da wurde, hier ist noch ein Einlegeblister gewesen, da wurden die Minifiguren gezeigt und quasi alles, um ja, den Mund wässrig zu machen. Hier dann noch zwei kleine Sichtfenster für den Rest der Teile. Und wie gesagt, das kann man nach oben nehmen, hat dann quasi seinen Innenkarton mit den Blistern. Und jetzt packen wir das mal wieder drauf, denn wir wollen uns ja auch die B-Seite des Ganzen anschauen. Da haben wir die B-Seite und hier ist noch mal, sind noch mal ein paar alternative Bauvorschläge bzw. Spielvorschläge gezeigt. Ja, quasi alternative Themen oder auch hier reparieren oder setzen die beiden Futuron-Kollegen zum Beispiel die Schienenelemente gerade zusammen. Es ist einfach wunderbar und wie gesagt sehr, sehr groß. Den stellen wir jetzt mal hier so an die Seite. Das legen wir auch mal wieder mit an die Seite. Und dann schauen wir mal in die Anleitung. Das ist eben jene Anleitung. Und wie ihr seht, wir haben quasi das gleiche Motiv, nur in einem bisschen anderen Ausschnitt. Und gleich auf der ersten Seite geht es mit Bauschritten los. Klar. Wir setzen hier die fünf Minifiguren zusammen und dann bauen wir hier schon so ein kleines Gefährt für die Minifiguren. Die Futurons sind sehr cool. Wir haben drei gelbe, zwei blaue. Grandiose Figur. Die sind auch hier alle in einem wirklich sehr guten Zustand. Dann obligatorisch für 9 Volt Sets werden hier nochmal oder wird hier nochmal gezeigt, wie die ganze Stromversorgung funktioniert. Und dann beginnt man auch schon mit dem Bau. Es sind wieder diese vorgefertigten Elemente, wie schon bei der anderen Monorail. Dann haben wir den Motor, der hier drauf gesetzt wird. Dann baut man den zweiten Wagen. Und dann geht es auch schon weiter mit der Basis bzw. mit dem Schienenkreis. Und irgendwann ganz hier hinten ist dann wieder so eine Klappseite. Und hier ist dann die gesamte Monorail gezeigt, quasi der gesamte Schienenkreis mit Basis, mit den ganzen Ständern, wo die hingesetzt werden, mit dem bisschen drumherum, weil hier gibt es noch so wie so Sendemasten dran, hier in dem Bereich hier drüben. Und dann hat man quasi alles auf einen Blick und weiß, wie man es bauen muss. Hier wird auch nochmal dann erklärt, wie die Umschaltung funktioniert. Und hier ist auch nochmal, gucken, ob ich das blendfrei hinbekomme. Ja, hier ist nochmal der Schienenkreis von oben gezeigt. Und hier ist auch noch ein Teil der Anleitung, wenn man es noch einmal aufklappt, für so eine Tordurchfahrt quasi. Sehr, sehr schön. Und was ich sehr cool finde, auch hier hinten sind nochmal andere Bauvorschläge gezeigt. Zum Beispiel hier. Die große Steigung, das ist ja ein sehr, sehr großer Vorteil einer Monorail, dass die auch mühelos Steigungen überwinden kann. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Kreis und hier fast wirklich einen ganz einfachen Kreis ohne Steigung, ohne alles. Wir haben hier in dem Set auch keine Weichen drin. Na? Das funktioniert. Ich will nicht sagen, es ist ein langweiliger Kreis, aber es ist halt ein einfacher Kreis. Es ist ein einfaches Oval ohne irgendwelche ja, Spielereien. Klar ist die Höhenverschiebung drin, aber ansonsten, wir müssen jetzt nicht darauf achten, wie bei der anderen, bei der Unitron Monorail, dass auch immer die Weichen alle richtig passen. Das fällt hier weg.
Genau. Dann können wir die auch beiseite legen und dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die fünf Minifiguren. Hier sind unsere Futuron-Kollegen. Wie gesagt, zwei blaue, zwei gelbe, alle natürlich mit dem klassischen Gesicht hinter den Dark Trans Blue Visieren. Die Aufdrucke sind noch erstklassig, wenn man das so sieht. Das Gold ist überall noch vorhanden. Es ist wirklich cool. Fünf an der Zahl, das ist eine richtige Space Crew. Also wirklich sehr, sehr schön. Man sieht hier vorne auch, wir haben einen, der fährt, wir haben einen in der. Ich hole es nochmal ein bisschen ran. Das macht es ein bisschen einfacher. Komm nochmal her. Ja. Wir haben einen in der Basis, einer fährt die Monorail. Hier ist einer mit so einer großen, ja, Kanone oder mit einem Instrument unterwegs. Hier der Kollege hat sein eigenes Gefährt und der hier unten führt Reparaturen aus. Wirklich schön. Und auch hier zum Beispiel auf der Seite nochmal ist auch nochmal eine schöne Szenerie gezeigt. Wirklich, wirklich schön. Die Minifiguren haben auch noch Werkzeug. Das wird auch teilweise hier in dem. In der Monorail befördert, in den Transportboxen. Also an Spielspaß und an Spielvielfältigkeit ist das wirklich, da ist super viel los. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. So, und dann hole ich die Monorail auch mal noch ins Bild, damit ihr die noch mal seht. Ihr habt sie ja in dem Video mit den drei Monorails schon einmal gesehen. Jetzt habe ich hier einen Baufehler drin. Diesen Plates oder diesen Teils besser gesagt. So, ich habe jetzt hier ein Stück Mono, ein Stück Schiene und zeige euch das Ganze nochmal. Es ist natürlich wieder diese vier Stats breit. Nehmen wir mal die Sachen an der Seite da weg. Aber die Baubreite ist wirklich vier Stats mit Vorder- und Rückeinheit, die sich hier wirklich ein bisschen unterscheiden, denn hier ist die 9-Volt-Batterie untergebracht und hier haben wir zum Beispiel eine große Frontscheibe, beziehungsweise haben wir noch so ein Mittelelement drin und hier haben wir so eine einfache Scheibe. Dafür können wir hier aber aufmachen und können hier das Gefährt, was man auf der ersten Seite gleich baut, noch rausholen. Das findet hier viel Platz oder kann hier Platz finden. Es guckt sogar hier oben so ein bisschen raus. Hier, wie gesagt, dann so ein gebauter Transportcontainer, in dem auch Werkzeug drin liegt. Also jetzt hier ein Walkie-Talkie und so ein großer Schraubenschlüssel. Ja, kann man wieder hier draufsetzen, so wie bei der anderen. Da konnte man ja die Kabinen komplett absetzen. Hier kann man halt so eine kleine Transportbox absetzen. Ist sehr gut gemacht. Dann haben wir hier in der Mitte wieder die Motoreinheit. Ja, ganz, ganz simpel. Und wie gesagt, dann der 9-Volt-Block mit einer kleinen Lampe. Wenn das Ding jetzt steht, ja, dann sieht man auch hier die Lampe blinken. Wenn ich jetzt hier oder da drücken würde an der Seite hier oder auf der Rückseite von, würde sie losfahren. Das versuche ich jetzt mal zu vermeiden. Und dann hier, wie gesagt, der andere Wagen noch. Beide haben auch innen drin Bedienterminals, wo man die Minifiguren drunter setzen kann. Denn ihr wisst, die Monorail kann in beide Richtungen fahren. Deswegen ist es nur sinnvoll, wenn an beiden alles vorhanden ist. Vorne, das finde ich noch ganz neckisch, mit denen jetzt mal abnehmen, ist noch mit so einem Flex-Hose hier drumherum gebaut. Hier sind noch so ein paar Dishes. Das ist, ja, das wirkt spacig irgendwie. Es ist hier ein bisschen Trans Red dabei, viel Trans Blue. Ansonsten weiß und schwarz, ganz einfach gehalten. Farben bei weitem nicht so, ich will nicht sagen knallig, aber nicht so abgefahren wie bei der anderen Monorail. Man denke da nur an den Stickerbogen, den wir da noch hatten. Dieser ganz stark glitzernde Stickerbogen. Hier ist kein Sticker dabei. Das sind alles Prints. Wobei wir haben ja auch nicht so viel. Wir haben diese klassischen diese Teils mit den Pfeilen in 1x2 und auch in 2x2er Breite. Das 9 Volt ist aufgedruckt. Wir haben so ein paar Terminals, die alle bedruckt sind. Ein paar bedruckte Fliesen noch. Ja. Ja, da gibt es keine Notwendigkeit für Sticker. Es gibt hier ein paar
abgefahrene Teile. Die zeige ich euch dann, wenn wir drüben sind. Ich kann sie euch jetzt nur noch mal ganz kurz zeigen. Diese Kuppeln hier, ganz klar, die sind sehr, sehr cool. Aber auch hier dieses Teil, dieser Bogen, das kenne ich zum Beispiel von der Rückwand meiner meines Neptuns Discovery Lab. Und auch hier diese Stehteile kenne ich nur in anderen Farben, unter anderem auch aus dem großen Mission Commander der Space Police 1 Serie. Und hier sind sie in Trans Blue. Das ist, wirkt wirklich sehr stimmig, dieses Farbschema. Mit dem Weiß und dem Blau, das holt mich wirklich ab, das fetzt. Da. Ich finde, ich habe jetzt genug gequatscht und würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber, werfen noch einen Blick auf die Details. Ich zeige euch noch ein paar Spielfunktionen, ich zeige euch noch so ein paar Sachen, die sehenswert sind. Und dann, ja, lassen wir denn die wunderbare Monorail natürlich auch mal fahren, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Und da sind wir auch schon. Ja, wie gesagt, ich habe sie jetzt hier drüben aufgebaut. Alles andere wäre ein bisschen zu eng geworden wieder. Der Zug steht schon drauf. Also die Monorail steht schon drauf. Da ist auch das kleine zweite Fahrzeug. Das hat hier auch nochmal so eine Möglichkeit, so eine Transportbox aufzuladen. Das ist ganz cool. Erweitert natürlich die Bespielbarkeit um ein Vielfaches. Hier, ich nenne es mal die Basisstation, die man hier, wenn man dreht, ihr seht ja hier dieses weiße lange Teil, was wir auch aus dem Mission Commander schon kennen. Wenn ich jetzt hier drehe, ich versuche das mal, ja so, dann wird hier über Hinges und Fliesen das Ganze so bewegt, dass dann, sich die Kuppeln anders zueinander befinden. Na, jetzt ist die zum Beispiel nach hier auf und man hätte quasi wie so einen Bahnhof jetzt. Und so wäre das eine normale Station. Ihr seht hier unten, hier sind diese Fliesen verbaut, da rutscht das Ding oben drüber. Ist ganz witzig, da sitzt schon ein Kollege und erfüllt Aufgaben. Dann haben wir hier die zweite Basis. Der Kollege hat auch am Terminal was zu tun. Hier sitzt ein blauer Kollege drin. Da ein gelber. Hier ist schon der erste Umschalter. Das Ganze steht auf weißen und schwarzen Stützen. So wie hier hinten auch alles. Also hier in dem Teil sind wir oben. Hier geht es runter. Dann sind wir unten und da drüben geht es auf der Seite wieder hoch. Und das sind wie gesagt diese kleinen Sendemasten, die wir hier noch haben. Ist alles relativ eng, wenn man da dran vorbeifährt, aber es eckt nichts an. Und hier haben wir die zweite Einheit. Und die kann man hier so hochdrehen. Man darf nur nicht zu weit drehen, wenn man es sonst so halb rausdreht. Und ihr seht, hier ist wie so ein kleiner Aufzug. Da könnte man zum Beispiel auch das Teil von hier hinten draufstellen. So. Und dann nach unten befördern. Oder halt wieder nach oben. Und der Kollege mit dem Ding kann hier rüberfliegen und das hinstellen. So. Der fliegt dahin, stellt das drauf, dann wird es beladen. Schöne Geschichte. Hier haben wir eine graue Baseplate, ganz normal, 32x32, ohne Mondkrater. Hier ist eine 16x32. Ja, ein paar Terminals, so ein paar Dishes hier. Wieder ein bisschen Trans-Neon, nein, nicht Trans-Neon-Red, nur Trans-Red. Und ja, das ist die Monorail. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir sie mal eine Runde drehen.
sehr, sehr schöne Geschichte. Jetzt haben wir hier ein paar Runden gedreht. Wir haben hier auch die Kuppel noch mal bewegt. Wir haben den ein bisschen mit involviert. Ich würde sagen, wir gehen noch mal rüber. Dann zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, die auch noch im Paket von Michael lag. Und wir ziehen mal so ein kleines Fazit. Und da sind wir auch schon zurück von unserer wilden Fahrt. Sehr, sehr schön. Wer noch mehr Action mit dieser Monorail sehen will, wie gesagt, checkt das Special aus, in dem wir alle drei Monorails in einem Video zeigen und auch alle drei zusammen auf einer Strecke fahren lassen. Und apropos Strecke, ich habe ja erwähnt, es ist ein einfaches Oval. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob hier auch eine Größenangabe draufsteht. Nee. Wenn ihr euch nämlich erinnert, auf dem Oval von der Unitron Monorail stand, ich glaube, 1,38 Meter Länge drauf. Ich muss mal gucken, wie viel das hier ist. Ich blende es euch ein. Aber, um jetzt den Bogen zu schließen, 1988 kam dann ein Erweiterungsset nämlich noch raus. Hier, die 6921, die quasi nochmal ein Schienenoval ist, jedoch ohne Auffahr- und Abfahrrampen, nur hoch. Um ganz genau zu sein, ist das hier der Inhalt gewesen. Also zwei von den kurzen, vier von den langen, vier Kurven, acht kurze Ständer, acht hohe Ständer und 20 einmal vier Plates. Und hier steht auch drauf, was man damit machen kann. Nämlich, also hier steht es 6921 plus 6990, ergibt zum Beispiel so eine Strecke, wo quasi die Auffahrt benutzt wird als Tunnel, nenne ich es jetzt mal, wo man unten drunter durchgehen kann. Ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, ist wirklich eine schöne Geschichte. Da kriegt man ungefähr so eine 8 raus und kann seine Schienenwelt quasi nochmal erweitern für die Monorail. Ist eine coole Sache. Aus so einem Oval dann noch mehr rauszuholen. Ja, ist ja auch mit OVP. Innenkarton ist auch dabei, ist aber kein Klappkarton. Der hat hier auch schon so ein bisschen bessere Zeiten gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr schön, den euch auch zeigen zu können. Hier ist auch nochmal das Setbild des anderen Sets drauf. Ist sehr cool auf einer OVP, die OVP eines anderen Sets zu sehen. Das ist sehr witzig. Ja, kann man auf jeden Fall eine coole Strecke mitbauen. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Das hat sich auch drin befunden. Man könnte jetzt quasi mit der und der anderen und der, also Unitron Monorail, Futuron Monorail und das Set, könnte man eine ziemlich große Anlage umsetzen und die Monorail dann fahren lassen. Aber, ja doch, man hat ja dann Weichen dabei und könnte auch beide Monorails so hinstellen und ein bisschen was. Ja, da ist, wenn man so viel Kleingeld hat, um das, um sich das hinzustellen, dann kann man da auch eine ganze Menge rausholen. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich glatt vergessen, euch zu sagen, wo wir ungefähr bei sowas preislich liegen. Ich schaue noch mal ganz schnell nach, dann liefere ich euch mal Preise für beide Sachen nach. Kleinen Moment. Ja, also hier habe ich sogar ein verkauftes Angebot gefunden Ende August, das für 60 Euro wegging mit OVP. Das war wirklich ein ziemlich gutes Angebot, wenn man denn schon eine Bahn hatte. Das gibt es auch im Bundle ab und zu mal. Da ist man aber meistens so um die 300 bis 400, vielleicht sogar 500 Euro los. Wenn beides mit OVP ist, dann auch 600 gerne mal. Denn da muss man ohne OVP mindestens mit 250 bis 300 Euro rechnen. Mit OVP dann schießen die Preise gerne mal durch die Decke. Also, von allem ein bisschen was dabei. Ja, ist eine Investition, die man da tätigt. Ja? Wie aber bei jeder Monorail, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es einfach eine coole Geschichte ist. Relativ rar, weil es aus dieser Gattung nur drei gibt. Ich meine, die gab es zwar damals wie Sand am Meer, aber naja, aufgrund dieser wenig breiten Palette an Monorails sind die schon eher begehrt und kosten deswegen auch ein bisschen mehr. Und ja, wie gesagt, muss man schon in die Tasche greifen. Deswegen umso cooler,
dass der Martin uns das zur Verfügung gestellt hat. Ach, wunderbar. Ein Fazit zur Monorail. Monorails an sich sind eine super coole Geschichte. Ich bin immer wieder von dem Schienenansatz überzeugt mit dieser Zahnradbahn, dass man auch hochfahren kann, runterfahren kann. Je nachdem, wie gut die Batterie auch ist und wie gut der Rest überlebt hat, wird es dann mal langsamer, mal schwerer. Dann merkt man dem quasi an, wenn es hoch geht, dass es ein bisschen schwerer fällt. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es fetzt. Es macht Spaß. Es ist kurzweilig. Man kann es erweitern. Kann man sich schöne Sachen draus zaubern. Ist eine schöne Sache. Mir fällt jetzt beim Draufblick gerade noch eins auf. Das Verbindungskabel, was hier guckt, das hat nur halbhohe Kontakte. Normal, ich zeige euch das mal, das ist nur halbhoch, wie so eine Plate. Und hier unten auch aufgelötet. Wenn man das sehen kann. Die anderen sind ja gekrimmt. Ich zeige das ja in meinem Tutorial, wie man sowas repariert. Dass die ursprünglich gekrimmt sind. Hier sind sie gelötet. Ich löte meine auch immer. Hält einfach besser. Sehr spannende Geschichte. Wusste ich gar nicht. Muss ich bei Bricklink dann mal gucken, ob das wirklich so kam oder ob das vielleicht aus irgendeinem anderen Set hier das reingeschafft hat. Spannend. Vielleicht ist das auch so ein Sonderteil, was es jetzt in die Bahn geschafft hat und dann nicht weitergeführt wurde, weil dann halt die größeren wieder Einsatz gefunden haben. Tja. Super schöne Sache. Wir haben eine super Bespielbarkeit. Wir haben die Station zum Durchfahren. Wir haben die größere Station, die gleichzeitig wie so ein kleiner Bahnhof ist. 5 Minifiguren, dieses Zweitfahrzeug dabei, die Bahn, die ganze Zeit fährt. Die Spielwelt ist einfach klasse. Ich bin großer Fan. Es ist schade, dass ich die wieder abgeben muss, aber vielleicht findet sie irgendwann mal den Weg in die Sammlung. Ich meine, wir haben ja die Stadtmonorail noch, die wir uns angucken müssen, die Basti in der Sammlung hat. Die kommt ja auch noch. Das wird auch ein großer Spaß. Aber ich bin schon mal sehr froh, dass ich beide gleichzeitig mal hier hatte, um sie zeigen zu können. Es ist wunderbar. Vielen, vielen Dank nochmal an den Martin in die Schweiz. Super coole Sache. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich lege es euch nochmal ans Herz. Schaut euch das Unitron Monorail Video an. Schaut euch das Special an mit allen drei Monorails. Ja, und wenn ihr dann noch nicht genug habt, checkt gerne die gesamte Space Playlist aus. Da gibt es aus allen Bereichen etwas. Da ist für jeden was dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Stay frosty. Peace.